Hallo an alle! In diesem Tutorial sehen wir uns gemeinsam an, wie man einen Vollgummireifen auf das Hinterrad eines Ninebot Max G30 montiert. Es handelt sich dabei um zwei wesentliche Teilbereiche. Im ersten Teil wird der alte Tubeless-Reifen abmontiert und im zweiten Teil wird der pannensichere Reifen aufgezogen. Im Video zeigen wir euch natürlich die Techniken, die wir für die effektivsten halten, aber es steht euch natürlich frei, es auf eine andere Art und Weise anzugehen. Und vor allem fühlt euch frei, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben, damit wir uns selbst verbessern und so mit anderen zur Seite stehen können, die gerade auch ihre Reifen wechseln müssen. Dann kann es also losgehen. Zuerst entfernen wir die gelben Klebestreifen, damit wir an die Schrauben herankommen. Sofern du einen Föhn hast, kannst du die Aufkleber ruhig erhitzen, damit sie sich leichter ablösen lassen. Man fährt mit der Klinge des Cuttermessers unter den Klebestreifen, um ein erstes Stück anzuheben und ihn dann abzuziehen. Wir lösen die beiden Schrauben der Kunststoffabdeckung mit einem 2,5er Inbusschlüssel. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite unseres Ninebot G30 Max. Nun drehe ich den Scooter auf den Rücken. Wir lösen die 18 Schrauben der Abdeckung mit einem Torx-Schlüssel T15. Denn weil die Ingenieure bei Segway wirklich an alles gedacht haben, muss man, um den Plattenreifen auszuwechseln, gezwungenermaßen den Motor tief in den Eingeweiden des Scooters abklemmen. Wenn man mit dem Abschrauben fertig ist, kann man die Haube abheben und beiseite legen. Wenn wir nun am Motorkabel entlang gehen, stellen wir fest, dass wir, um das Rad entfernen zu können, Folgendes abklipsen müssen. Die drei Motorkabel, braun, gelb und blau, plus ein viertes Kabel, das mit dem Steuergerät verbunden ist, abziehen. Also, los geht's! Das braune Kabel wird ausgesteckt. Das blaue Kabel. Und das gelbe Kabel. Das vierte Kabel lässt sich nicht einfach so abziehen. Das wäre ja auch zu einfach. Zuerst müssen die beiden Schrauben, mit denen das Steuergerät am Gehäuse festgeschraubt ist, mit einem 3er-Inbusschlüssel losgeschraubt werden. Also, schrauben wir rechts die erste ab. Und die zweite auf der linken Seite.
Jetzt kannst du das Steuergerät anheben und den Motoranschluss mit den 5 kleinen Drähten rot, gelb, grün, blau und schwarz abklipsen. Dann muss nur noch das Motorkabel aus dem Scooter herausgezogen werden. Für diejenigen, die sich an dieser Stelle wundern, nein! Ich habe nicht erst die Batterie abgeklemmt, bevor ich die Kabel vom Motor gelöst habe. Der Grund dafür ist, dass Segway die brillante Idee hatte, einen Garantieaufkleber auf die Anschlüsse zu kleben. Aber egal, weiter geht's. Mit einem Maulschlüssel oder einem 18er Steckschlüssel werden die beiden Muttern an der Hinterradachse abgeschraubt. Dann können wir die beiden Sicherungsscheiben entfernen. Wenn jetzt der Motor vom Scooter abgekoppelt ist, kann man das Hinterrad herausnehmen und zur Seite legen. Ich lasse nun die gesamte Luft aus dem Reifen ab. Dazu drücke ich auf den Reifen und gleichzeitig drücke ich auf die Mitte des Ventils. Alternativ dazu kann man aber auch einfach den Ventilschaft herausnehmen. Jetzt lösen wir den Reifen von der Felge. Um dies ohne größere Kraftanstrengung zu erledigen, nehme ich eine Ecke vom Tisch zur Hilfe und zwei gute Schraubzwingen. Damit das Hinterrad nicht zerkratzt wird, lege ich ein Tuch auf die Ecke der Tischplatte. Dann lege ich das Hinterrad des G30 Max auf die Tischecke. Und ich drücke die Ränder des Reifens mit meinen beiden Schraubzwingen so lange nach oben, bis der Reifenwulst sich aus seiner Verankerung löst. Nachdem die erste Reifenseite gelöst ist, drehen wir das Rad einfach um und machen das gleiche auf der anderen Seite, um auch die zweite Reifenflanke zu lösen.
Und an dieser Stelle gibt es zwei weitere Kameraeinstellungen, damit ihr das Prinzip der Arbeitstechnik besser nachvollziehen könnt. Da der Reifen nun nicht mehr an der Felge festsitzt, können wir ihn abnehmen. Dazu muss ich zunächst die Ränder meines Reifens mit meinen Schraubzwingen festschrauben. Zum Schutz der Kabel stecke ich sie in einen kleinen Plastikbeutel. Und nun drücke ich den Motor nach unten, damit der festgeklemmte Teil des Reifens ins Felgenbett gelangt. Auf diese Weise wird der Reifen nach oben gedrückt und man kann ihn wesentlich leichter herausnehmen. Damit das Ganze besser flutscht, gebe ich etwas Seifenlauge um den Reifen herum. Und ich gebe auch ein bisschen was auf den Rand meiner Herkules-Reifenheber. Dann kann ich mit Hilfe meiner Reifenheber den oberen Teil herausheben. Sobald wir die eine Hälfte des Reifens aus der Felge gezogen haben, können unsere Schraubzwingen weg und wir können mit unseren Reifenhebern weiter um das Hinterrad herum arbeiten. Dann sprühe ich die andere Seite des Reifens ein und kann ihn mit der Hand herausziehen. Nun geht es an die Montage des Vollgummireifens auf dem Hinterrad. Um den Einbau zu erleichtern, weiche ich das Gummi des Reifens ein, indem ich den Reifen 15 Minuten lang in kochendes Wasser lege. Nach 15 Minuten nehme ich den Vollgummireifen aus dem heißen Wasser und trockne ihn ab. Danach empfehle ich dir folgende Vorgehensweise. Setz dich bequem hin, damit du einen sicheren Halt hast und dir nicht den Rücken verrenkst. Lege folgendes in deine Nähe. Deine Reifenheber, Flüssigseife, ein wenig Küchenpapier, deinen Vollgummireifen und das Hinterrad. Und decke den Boden mit Pappe ab, um Kratzer zu vermeiden. Damit du den Reifen nicht verkehrt herum montierst, checkst du die Drehrichtung des Reifens und der Felge.
An der Seite des Reifens befindet sich ein kleiner Pfeil, der die Drehrichtung angibt. Dann platziere ich den Motor über dem Reifen. Damit alles schön flutscht, gebe ich etwas Seifenwasser auf die Reifenkanten, um das Hinterrad herum und auf die flachen Enden meiner Reifenheber. Außerdem trockne ich meine Hände gut ab, damit ich nicht abrutsche. Nun bringe ich ein erstes Stück des Rades in den Reifen ein und stelle beide Füße oben auf, um das Ganze zu fixieren. Und dann nehme ich meine Reifenheber, um den Reifen auseinanderzudrücken und ihn nach und nach über die Felge zu schieben. Mit Hilfe meiner Füße und meines Körpergewichts halte ich das Rad dabei in Position. Einen Vollreifen zu montieren ist also nicht ganz so einfach und erfordert einige Kraft. Also bitte ruhig eine Person aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe, die einen Reifenheber festhält, während du mit den anderen den Reifen aufhebelst. Nun, da der Reifen auf dem Hinterrad montiert ist, kann ich ihn auf der Felge zentrieren. Dazu schiebe ich meine Reifenheber unter die schlecht positionierten Stellen, um sie anzuheben und richtig einzupassen.
Da es sich hierbei um einen Arbeitsschritt handelt, der vielleicht nicht ganz so einfach ist, kommt hier eine zweite Sequenz mit einer anderen Kameraeinstellung, damit man die Vorgehensweise, die wir beim Move-Move anwenden, noch genauer nachvollziehen kann. Jetzt können wir das Vollrad wieder an unserem Ninebot G30 Max anbringen.
Also führen wir die Kabel durch den Reifenschutzrahmen. Dann schieben wir die Radachse auf die Hinterradgabel. Wir schließen das Motorkabel wieder an das Steuergerät an. Wir schließen die drei blauen, braunen und gelben Kabel wieder an. Und wir setzen die Gummidichtungskappe wieder auf. Mit den beiden Schrauben wird das Steuergerät wieder links und rechts am Scooter festgeschraubt. Die Kabel werden verstaut und anschließend wird das Gehäuse wieder verschlossen. Die beiden Sicherungsscheiben werden wieder links und rechts der Achse angebracht. Das Hinterrad wird mit den beiden Muttern festgeschraubt. Ich drehe unseren Ninebot G30 Max wieder um. Wir schließen die Montage dieses unplattbaren Reifens ab, indem wir die Abdeckungen und Aufkleber wieder anbringen. We'll be right back.